Hallo und willkommen zu der nächsten Episode von Bouquet Koran und Wissenschaft, wo ich mich mit einer Broschüre beschäftige, genannt Bibel, Koran und Wissenschaft, von einem französischen Arzt Maurice Bouquet. Ich lasse jetzt mal den ganzen Vorspann weg, das kann jeder in den anderen Videos nachgucken und springe direkt mal in das Thema rein, Biologie. Und da geht es hier um zwei Bouquetismen, die da aufgefahren werden, nämlich Botanik und Physiologie. Nur mal kurz vorweg, der Bereich der Biologie, von Forschung bis zur Darstellung, geht also beim Kleinsten los, der Zelle und deren Bestandteile natürlich, bis hin zum Lebewesen und dessen Verhalten. In dem Bouquet-Heftchen, da geht es direkt am Anfang bereits mit einer Falschaussage los. Es wird behauptet, dass der Koran Sätze über die Reproduktion von Lebewesen enthalte. Das ist aber völliger Quatsch, vollkommen falsch. Im Koran gibt es nur eines, Kreationismus. Also ein nicht zu erfassendes übernatürliches Wesen greift manuell in unsere Welt ein und stellt alles alleine her. Da ist nichts mit Reproduktion. Das wäre ja natürlich, also ohne Götter. So, dann gehen wir mal zur Seite 33, wo Bouquet behauptet, dass der Koran unverständlich ist. Er behauptet, dass man erst ein wissenschaftliches Studium absolvieren muss, bevor man den Inhalt überhaupt verstehen kann. Aber woher weiß er denn, dass das Wissen vor 1000 Jahren unzureichend war oder unseres heutiges Wissen ausreichend ist? Vielleicht ist ja der Koran auch für uns heute eigentlich unverständlich und erst die Menschen in 1000 oder 2000 Jahren verstehen dann den Inhalt. Nur weil im Koran steht, dass der Koran leicht zu verstehen ist, dass alle Sätze erklärt sind, dass die Sätze perfekt sind. Für mich sind das irgendwie widersprüchliche Aussagen. Welche stimmt denn jetzt? Oder sind die alle falsch? Und auf Seite 33 geht dann die Aussage über Wissenschaftler weiter, die eine Übersetzung wohlgemerkt, inakzeptabel finden. Das ist doch ebenso Quatsch. Man müsste demnach also Altarabisch studiert haben, dann ein wissenschaftliches Studium absolviert haben, dann Islam studieren und dann erst ist man in der Lage, den Koran zu lesen. Im Koran steht aber das Gegenteil, dass der Koran einfach zu verstehen ist, einfach zu behalten mit Aussagen, die erklärt sind, die vollständig sind und halt mit Sätzen, die perfekt sind. Was soll ein Moslem denn jetzt glauben? Wem soll ich denn nun glauben? Ist es denn rein logisch möglich, dass ein Gott einen Menschen testet, der aber nicht das intellektuelle Rüstzeug hat, so dermaßen viele Studien zu absolvieren? Was ist denn mit normalen Menschen wie mir? Ich habe keinen Zugriff auf das gesamte moderne wissenschaftliche Wissen, außer übers Internet. Aber mir ist auch die Gabe, die Sprache zu verstehen, in der der Koran verfasst ist, nicht in die Wiege gelegt worden. Was ja eine Grundvoraussetzung sein sollte, wenn ein Buch in einer bestimmten Sprache geschrieben wird. Wenn ein übernatürliches, allwissendes und allmächtiges Wesen auf ein menschliches Produkt, auf eine menschliche Sprache und ein menschliches Buch zurückgreifen muss, dann sollte man doch meinen, dass dieses Buch, die Sprache des Buches und die Sprache des Lesers übereinstimmen. Das ist aber nicht der Fall. Kein einziges Kind heute wächst mit Altarabisch auf, weil es eine tote Sprache ist. Warum ist dann ein übernatürliches, allwissendes und allmächtiges Wesen auf menschliche Übersetzer angewiesen? Und eine Übersetzung ist nur so gut und verständlich wie das Original, weil es eine Übersetzung ist. Ein fehlerhafter, wissenschaftlicher Text kann also nicht in einen fehlerlosen Text übersetzt werden. Und hier folgt jetzt das beste Beispiel dafür. Bouquet führt jetzt einen Satz aus dem Koran an, bei dem ich mir echt überlegt habe, ob das gewollt Satire ist, aber vielleicht hatte er einfach nur einen Gehirnaussetzer hier. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und Erde eine Einheit waren? Wir machten aus dem Wasser alles Lebendige. Wollen sie denn nicht glauben? Also der Satz richtet sich, wie er ständig im Koran, an die Ungläubigen, die keinen Gott brauchen. Also an mich. Als ob ich blöde sei oder
so dermaßen ungebildet, dass ich einfach ein global-galaktisches Wort wie Himmel akzeptiere, ohne weitere Erläuterung. Und dann den Unfug, dass unser Planet eine Einheit war mit eben diesem Himmel, der zerteilt wurde. So wie 3000 Jahre zuvor es schon Sumerer und Babylonier in diversen Märchen erzählt haben. Menschen wie wir wissen doch, wie Planeten entstehen, ohne einen Himmel. Naja, aber es kommt ja noch dicker. Alles Lebendige ist aus Wasser. Was kann man denn aus Wasser herstellen? Nichts. Aus Holz kann man was herstellen, aus Eisen, aus allem Möglichen, aber aus Wasser kann man nichts herstellen. Und hier haben wir eben ein weiteres Beispiel für den typischen Bükeismus. Die Beschreibung »Etwas ist aus Wasser« wird umgeschrieben im »Etwas kommt aus dem Wasser«, also etwas völlig anderes. Und jetzt, naja, jetzt haben wir ein Problem. Der Koran sagt nämlich an drei verschiedenen Stellen, dass etwas aus Wasser hergestellt wird. Kann man etwas aus Wasser herstellen? Nein. Also wird es geändert in aus dem Wasser. Wenn ich mir aber die drei Sätze im Koran ansehe, dann hat keiner der Gelehrten, die das übersetzt haben, das so gesehen. Könnte ein mächtiges und allwissendes Wesen das so schreiben und dann so übermitteln, dass Menschen das so verstehen, wie es gemeint ist? Naja, ich denke schon. Aber wenn primitive Schreiberlinge vor 1000 Jahren sowas geschrieben haben, kann dann so ein Blödsinn rauskommen? Ja, ich denke schon. Und das erklärt das ja. Was ist denn jetzt wahrscheinlicher? Dass ein Gott so einen Blödsinn schreibt oder dass es doch ein unwissender Mensch damals war? Was ist denn mit der beliebten Behauptung, dass alle Lebewesen ja Wasser enthalten und daher das schon so ein bisschen stimmt? Naja, erstens würde ich von einer Aussage von einem Gott erwarten, dass sie nicht nur ein bisschen stimmt, sondern zu 100% richtig ist. Und zweitens sind die Zähne zum Beispiel von Napfschnecken nicht aus Wasser. Das ist das härteste Material, das wir kennen. Medusen hingegen fast völlig. Und schließlich drittens haben 12 Sekunden Google mehrere Beispiele hervorgebracht, in denen Lebewesen ohne Wasser beschrieben werden, die Anhydrobiosis. Also diesen Einwand bitte streichen. Aber Moment mal, dass Leben im Wasser entstanden sei, ist ja laut Bukey nur eine Idee. Naja, wenn diese Idee sich als falsch herausstellen sollte, ist dann auch der Koran falsch? Bukey schreibt etwas von einer modernen Idee. Ist diese Idee denn wirklich so modern? Naja, Menschen in den antiken, griechischen, römischen, germanischen oder keltischen Gesellschaften haben schon damals Wasserrituale abgehalten, in dem Glauben, dass Leben aus dem Wasser kommt oder stammt. Wikipedia hat einen ganzen Artikel mit Beispielen hierfür. Also nichts Neues oder gar Modernes. Die Verfasser des Korans haben einfach nur die damals bestehenden Geschichten, die Legenden, die Mythen übernommen und in den Koran gepackt, was heute von einigen Menschen als das Wort eines Gottes verehrt wird. Für mich unverständlich. Okay, dann gehen wir mal auf Seite 33, die Botanik. Und hier stelle ich wieder die gleiche Frage. Gibt es im Koran etwas über Botanik? Und bekomme, oh Wunder, die gleiche Antwort. Nein. Was wir allerdings bekommen, ist wieder einmal Bükeismus. Denn aus dem Satz, damit bringen wir mannigfaltige Arten wie von Pflanzen hervor oder wir haben dadurch Arten von verschiedenen Pflanzen hervorgebracht, da wird dann daraus, damit lassen wir verschiedenartige Pflanzen paarweise gedeihen. Oder damit bringen wir Paare von Pflanzenarten hervor. Naja, und die Exegeten damals, die sagen ganz klar, also zum Beispiel Ibn Kathir, verschiedene Arten von Vegetation. Jalalains, wir haben verschiedene Spezies und Arten von Pflanzen hervorgebracht. Ibn Abbas, wir haben verschiedene Arten von Vegetation hervorgebracht. Da ist nichts von paarweise. Jetzt müssen wir uns wieder mit den Inhalten einzelner Worte rumschlagen. Weil Islamogeten keine andere Möglichkeit bleibt, weil der Koran ebenso immens schwammig und mehrdeutig geschrieben wurde. Paar und paarweise, das sind, die haben Beschreibungen und Definitionen.
Und weil Menschen meist nur zwei Füße haben, ist die Beziehung paarweise bei Socken oder Schuhen oder was ihr vorgegeben. Die gehören halt zusammen. Bei Lebewesen ist das weitaus breiter gefächert, weil es nicht nur ein Kriterium gibt, nämlich das Geschlecht. Aber sind denn Pflanzen immer in zwei Geschlechter aufgeteilt, wie es hier beschrieben wird? Nein, nee. So wie alle Behauptungen im Koran, die sich auf eine paarweise Herstellung durch einen Schöpfer beziehen, ist auch diese Behauptung falsch. Denn im Koran steht nichts über sexuelle Charakteristiken, sondern Paare. Und das ist halt falsch. Das sollte einem allwissenden Gott doch bekannt sein. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Physiologie. Wir kommen hier zum Schluss jetzt auf ein Thema, was ich schon sehr seltsam finde. Weil im Koran nichts über Zellen oder Organe steht. Naja, bis auf das Herz, mit dem man ja angeblich denkt. Bucquet hingegen bringt hier einen Satz über Milch vor, der nicht aus dem Kapitel Die Kuh stammt, sondern aus Die Biene. Er sagt, dass Milch zwischen Kot und Blut entsteht und angenehm zu trinken ist. Okay, ich meine, er ändert, Bucquet eben, ne? Das Wort, was in ihren Bäuchen ist, das ändert er um in, was in ihren Leibern ist. Da alle Exegeten den Satz als in ihren Bäuchen lesen, ist der Inhalt des Satzes, also die Bedeutung, ganz klar ein Fehler. Weil ja Milch in gut durchbluteten Milchzellen hergestellt wird. Mit Bestandteilen aus dem Blut. Und sonst überhaupt nichts. Der Ansatz mit dem Magen oder den Leibern zwischen Kot und Blut ist daher grundlegend falsch. Die Bucquet-Änderung von Mägen in Leiber macht es nicht wirklich besser. Und ich frage mich, wie denn unbehandelte Milch rein sein kann, wenn sie doch mit Krankheitserregern und Bakterien belastet ist. Warum muss Milch denn pasteurisiert werden, wenn sie so rein ist? Das macht also irgendwie keinen Sinn. Außerdem, Milch ist für Erwachsene auch nicht unbedingt angenehm und bekömmlich. Babys zum Beispiel können Kuhmilch überhaupt nicht verdauen. Und auch Erwachsene haben durch Laktoseintoleranz damit erhebliche Probleme. Also ist wieder diese Form der absoluten Behauptung genau das Problem. Und dazu kommt dann auch noch, dass sich hier ein klarer Grammatikfehler eingeschlichen hat. Weil das Wort die Mägen fälschlicherweise Singular maskulin ist, wobei es Plural feminin sein sollte, also Butuniha, wie ja bei den Mägen der Bienen auch, wo es zwar faktisch falsch ist, aber wenigstens grammatikalisch richtig. Das heißt, dass in diesem Satz sehr wenig stimmt, denn es stellt keine Lehre dar, der Gott im Islam isst keine Kuh und gibt daher keine Milch, die Flüssigkeit wird weder im Magen noch zwischen den Mägen gebildet, noch zwischen Blut. Muttermilch ist zwar für Säuglinge geeignet, aber nicht unbedingt für alle Erwachsene und auch nicht unbedingt rein. Das heißt, wie üblich, das, was im Koran steht, ist falsch und das, was wirklich passiert, steht nicht im Koran. Naja, und das versucht eben Bucquet irgendwie hinzubiegen. Naja gut, soweit zum Thema Biologie im Koran und der Fantasie eines gewissenlosen und unehrlichen Arztes aus Frankreich, eines Maurice Bucquet. Im nächsten Video widme ich mich dann den Behauptungen und Verdrehungen, dem Bucquetismus in der Embryologie. Wie immer, Vorschläge, Korrekturen und Kommentare sind gern gesehen. Bis zum nächsten Video mit unserem Maurice Bucquet.